Und wir sind live. Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen hier zur Altherr-Sprechstunde Nummer 56. Ich bin Severin vom Juwelier Altherr. Schön, dass ihr alle da seid. Ich kann es selber kaum glauben, ich bin heute absolut pünktlich. Ja, wird wahrscheinlich viele hier überraschen, weswegen wir ja vielleicht auch noch am Anfang nicht so viele Zuschauer dabei haben werden. Ihr rechnet ja inzwischen wahrscheinlich mit meiner Verzögerung. Aber die Chatbox füllt sich, 29 Zuschauer. Schon da in 28 Sekunden, die wir jetzt live sind. Das ist super, wenn das so weitergeht. Ich sehe schon, es haben schon einige hier in die Chatbox geschrieben, nach wie vor. Ne? Gebt mir einmal kurz Feedback. Ton okay, Bild okay. Wenn alles passt, dann können wir starten und wir gehen, ja, wir gehen durch die Begrüßungen. Aber Freunde, erstmal schön, dass ihr alle da seid. Ja, 2 Wochen ist es her und heute ist ein klein bisschen was, ja, so eine Besonderheit, sage ich mal. Denn der Sekundenstopp um die Weihnachtszeit und Neujahr ist ja ausgefallen. Danach der Sekundenstopp ist ausgefallen aufgrund meiner Klausur. Und jetzt ist der Sekundenstopp wieder zurück mit dem Format der Altherr-Sprechstunde, in dem wir über die Neuheiten sprechen oder in welchem wir über die Neuheiten sprechen. Ja, das heißt, wir haben das Komplettpaket wieder und ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich habe schon gesehen, alles top, Bild gut, Ton gut, alles okidoki. Und dann würde ich sagen, wir sind 43 Leute, Wahnsinn. 43 Leute zusammenbekommen in einer Minute, wo wir live sind. Und ich würde sagen, ich starte mit einem ersten Blick in die Chatbox. Freut mich, euch alle hier zu sehen. Und wir gucken mal, wer schon bei uns ist. Der Oliver Karl ist da. Grüß uns aus Langefeld. Ich grüße dich zurück, Oliver. Schön, dass du da bist. German Evergreen, Stammkundschaft hier. Grüß uns aus Plauen. Schöne Grüße zurück. Der Rainer gehört auch zum Inventar. Schön, dass du da bist, Rainer. Grüß zurück nach Speyer. Super Grobi. Grüß uns aus Gelsenkirchen, aus dem schönen Pott. Glück auf. Der Jürgen ist da. Hey Jürgen, schön dich zu sehen. Und ich grüße dich zurück in meiner Heimatstadt, in meiner Heimat, liebe Köln. Der Peter grüßt uns aus Gifhorn. Hervorragend. Wir kriegen Grüße aus dem Hildesheimer Land und außerdem aus Lambrechtshagen bei Rostock, oben schön im Norden. Der Wilmko wünscht uns einen guten Abend. Der Volker grüßt uns aus Lübecke. Auch ein treuer Zuschauer, Martin Beuter, sagt alles okay mit dem Bild und dem Ton, super. Und dann hat der Jonas noch die Zeit gefunden, heute zu uns zu stoßen. Ich grüße dich, Jonas, schön, dass du da bist, schönen guten Abend. Und er grüßt die komplette Community. Der Joachim ist da, schön, dass du da bist, Joachim, schön, dich zu sehen. Der Stefan S. aus Wildschönau, Bild und Ton sind bestens, hervorragend, dann haben wir hier keine Probleme. Der Frank sagt, guten Abend, Männer. So ist es richtig. Guten Abend, Männer. Vereinzelt verirren sich auch ja, Damen hierher. Freue ich mich immer sehr. Und man muss aber sagen, unsere Streams sind doch schon ein bisschen männerdominiert. Aber das ändert sich nach und nach. Und das ist ja auch cool. Der Andreas grüßt uns aus dem Taubertal. Schön, dich hier zu haben, Andreas. Wir kriegen Grüße aus Berlin, dem Standort oder der Location unseres neuen Altherr Stores. Der Martin grüßt uns aus Südtirol. Sehr schön. Dann geht es weiter mit dem Frank. Er grüßt uns aus Mannheim. Wir kriegen Grüße aus Wien. Der Tobi grüßt uns. Schön, dass du da bist, Tobi. Der Ole ist da. Hervorragend. Er erwartet einen spannenden Stream. Den soll er auf jeden Fall bekommen. Ich habe einiges dabei. Ole, mein Mitbewohner, Uhrenenthusiast und mein engster Austauschpartner, was Uhren anbelangt. Super schön, dass du da bist. Der Daniel grüßt uns aus dem Uhrenland. Das wird wahrscheinlich die Schweiz sein, nehme ich an. Auch wenn wir natürlich Konkurrenz machen. Ja, El Ganesha grüßt uns aus der Hauptstadt, also auch aus Berlin. Wir kriegen noch mehr Grüße aus Köln. Weiter geht's mit Grüßen vom Wörthersee, von Christian. Auch schön, dich hier zu haben, Christian. Du bist auch immer treu dabei. Der Steffen aus Halle an der Saale. Der Peter ist da. Schön, dass du da bist, Peter. Wo zum Thema ja, dominierte Streams von, also eine Männerdomäne in den Streams, Peter. Ich glaube, ich habe heute für die alte Community auf Facebook die Beitrittsanfrage deiner Ehefrau angenommen, wenn ich mich nicht ganz vertue. Also auch da, wir wachsen und zwar in alle Richtungen. Das finde ich wirklich super. Der Wiener Flö grüßt uns aus Wien. Der Urbiker grüßt uns aus der Corona-Quarantäne. Ich hoffe, ja, ich hoffe, dir geht's gut und du stehst sie gut durch. Ich versuche dich natürlich hier zu unterhalten oder wir als Community versuchen dich hier zu unterhalten. Das stehst du schon durch. Und der Steffen sagt, dem Rainer, er hat es geschafft. Ja, cool, tauscht euch auch ruhig in der Chatbox untereinander aus. Immer wenn ich einen Blick reinwerfe und ich schnappe ein spannendes Gespräch auf, dann werde ich dem hier auf jeden Fall versuchen, gerecht zu werden.
Der Garrett ist wieder dabei aus Ostfriesland. Schön, dass du es geschafft hast. Und der Jonas verweist auf etwas ganz Wichtiges. Erstmal den Like-Button klicken, Leute. Ich weiß, ich klinge wie eine gesprungene Schallplatte, aber Likes sind die digitale Währung hier auf YouTube. Wenn das Video viele Daumen nach oben bekommt, dann merkt der Algorithmus, dass unser Content gut ankommt und ja, das Video kann ein bisschen mehr Reichweite erlangen. Würde ich mich natürlich super drüber freuen, weil unsere Community dadurch natürlich wächst und gedeiht und ja, wir immer mehr Enthusiastinnen und Enthusiasten zusammentrommeln können. Cool, super, wow, ihr schreibt so viele Kommentare, das wird immer mehr. Ich guck mal, wen wir noch haben. Der Jochen grüßt aus Weil am Rhein, der Arno grüßt uns aus Horneburg, der Bernd grüßt uns aus Hamburg. Und der Ilja ist auch wieder am Start aus Münsterland. Hervorragend. Und wir kriegen Grüße aus München von Stormnoid Munich. Cool. Leute, ja, ich habe gerade schon gesehen, der erste Wrist-Check kam schon rein. Da würde ich gleich auch gerne mit beginnen. Aber zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Die Streams werden immer voller. Und mich gleichzeitig im selben Atemzug dann natürlich auch entschuldigen, wenn wir so viele Zuschauer haben, so viele Kommentare, was ich ja wirklich liebe, ich finde das absolut genial, ist es manchmal ein bisschen schwierig, natürlich alle einzublenden. Das heißt, wenn ich irgendwas übersehe, wenn ich irgendeine Frage vielleicht nicht beantworte, zögert nicht, stellt sie zweimal oder beantwortet sie untereinander im Chat. Ja, dafür sind wir ja auch alle hier. Und dann gucken wir mal, dass wir das Ganze zum Laufen bekommen. Wrist-Check. Sinn. EZM 3F, nach wie vor, ich bin in meiner Studienstadt in Bulgarien, das ist die einzige Uhr, die ich mit habe, das heißt, solange ich hier bin, muss ich euch langweilen, was habt ihr am Arm? Ich habe gerade eben schon gesehen, der Arno, SMP 300, ihr wisst, die ersten 10 Minuten gehören euch, Begrüßung und Wristchecks, also sagt mir unbedingt, was habt ihr am Start? Maurice Lacroix Icon mit dem blauen Blatt für den Rainer. Wieder mit der herbstlichen Grand Seiko Kanro vom Volker, hervorragend, hervorragend, der Bernd überrascht uns mit der Tag Heuer Carrera, Kaliber 1887, dem Chronograph, hervorragend. Seiko Flightmaster, BJ89, Breitling, B55 Exospace mit dem You Got This Emoji, den kriege ich leider hier nicht angezeigt, aber ich weiß, wie er aussieht. Der Wristcheck vom Urbiker ist die Lilienthal Berlin Zeitgas Automatik, auch mal was anderes, richtig cool. Rolex Explorer 2 am Start in Polar, hervorragende Uhr, richtig geil, schön, dass du sie dabei hast. Der Stefan S. mit der Omega Speedmaster Koaxial, die neue Speedy, wahnsinnig gut. Nomos Tangente ist am Start. Nochmal eine Speedy Professional Sapphire Sandwich am Speedy Wednesday. So kann man das dann natürlich auch so ein klein bisschen uminterpretieren. Die DeFi Extreme, richtig cool. Um DeFis geht es nämlich heute auch. Wir haben den Peter mit einer Tissot Gentleman Quartz von Altair. Sehr gute Wahl, tolle Uhr. Mehr Grand Seiko, SBGN 005, eine meiner Lieblingsreferenzen vom Tobi, mega. Die Sinn U1, Sinn Gang, ja, ich muss es immer hervorheben, gefällt mir. Der Garrett mit der Breitling Super Ocean am Outer Known NATO Strap. Vostok Amphibia dabei, super. Hier in Bulgarien, ja, ist meine Liebe für Uhren aus dem Osten, ist natürlich groß. Der alte Navitimer ist dabei. Die James Cameron, die 12660, richtig geil, mega. Die Speedy Mark II aus den 1970er Jahren, die Bulova Luna Pilot 50th Anniversary, also auch quasi eine Moonwatch. Der Frank guckt uns von Facebook aus zu und hat die Zenith Chronomaster Sport in Weiß, eine Uhr, auf die wir nachher auch noch zu sprechen kommen. Dann seit letzter Woche Montag die Oris Aquis Kaliber 400 in 43,5, Rubber Strap, Geburtstagsgeschenk zum 40. Super. Und wenn das letzte Woche war, alles Gute nachträglich, geile Uhr. NWA, New Watch Alert und dann auch noch Oris, einer meiner absoluten Lieblings- und Herzensmarken. Eine Casio, basic, aber absolut super. Facebook-User hat eine Zenith DeFi am Start. Seiko SLA, die 049. Die Sinn 104 STSA, starkes Ding, Sinn Gang. Breitling Avenger, Night Mission GMT, Longines Hydro Conquest, noch eine Zenith und zwar die DeLuca Mark I. Und jemand fragt, wer trägt eine Tudor Black Bay GMT? Benne, mein Kollege, wenn du am Bildschirm bist, du trägst eine Tudor Black Bay GMT und ich weiß es. Oh, der Rainer mit der Black Bay GMT am Arm. Super, guten Abend an alle. Hi Rainer, schön, dass du da bist. Und ja, jetzt haben wir noch 10 Sekunden, dann sind die Begrüßungs-10 Minuten um und wir starten direkt heiß ins Thema. Wahnsinn. Leute, 86 Zuschauer, wir sind noch am Anfang unseres Streams. Es werden wahrscheinlich noch mehr und selbst wenn nicht, es ist ganz egal, denn die, die hier sind, die haben eingeschaltet zur richtigen Zeit, denn
In der heutigen Sprechstunde geht es um die heißesten Neuvorstellungen des Januars bisweilen. Wir nehmen so die ersten anderthalb Januarwochen aus. Ne? Ich weiß, die Speedy kam, die war mit Sicherheit auch heiß. Aber die Vorstellungen danach haben mich persönlich noch ein bisschen mehr aus den Latschen gehauen. Und deswegen habe ich heute für euch wieder absolut keine Mühen gescheut. Ich habe Overlays dabei, das heißt, die Bilder werden hier in groß auf dem Screen projiziert, sodass wir alle gemeinsam diskutieren können. Ich bin wie immer gespannt, eure Meinung in der Chatbox zu hören. Also, wenn ihr was seht, was euch gefällt, was euch stört, wozu ihr Fragen habt, ballert alles in die Chatbox. Dafür sind wir da, um hier gemeinsam ein bisschen über Uhren zu quatschen. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Thema. Ich teile meinen Screen. Und wir haben hier den Altherr Sekundenstopp. Für alle diejenigen, die es nicht wissen, der Sekundenstopp ist mein Baby, meine Herzensangelegenheit. Es ist ein alle zwei Wochen erscheinender Blog auf unserer Website, in dem ich euch einen kompletten Rundumschlag, einen kompletten Überblick darüber gebe, was in der Uhrenwelt passiert ist. Und es sind nicht nur Neuvorstellungen, es sind auch News aus der Industrie. Es ist so ein bisschen Gossip manchmal dabei, so ein bisschen die heißesten Schlagzeilen, aber vor allen Dingen viele neue Uhren. Und dann treffen wir uns am darauffolgenden Mittwoch, so wie heute, 20.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit, hier in der Alterssprechstunde, quatschen über alles, was passiert ist und haben gemeinsam eine gute Zeit. Wenn ihr noch nicht von Sekundenstopp gehört habt oder auch Lust habt, ihn in euer Postfach zu bekommen, alle zwei Wochen mit einer Erinnerung, dann geht auf unsere Website in die Rubrik Magazin, klickt dort auf den Sekundenstopp, wählt eine x-beliebige Ausgabe und dort findet ihr diesen schönen Button. Ups, wo habe ich meinen Cursor? So, da findet ihr diesen schönen Button mit Benedicts hübschen Antlitz, ja, und da steht Lust auf mehr und dann klickt ihr auf den Community-Button und dann könnt ihr Mitglied der Community werden, habt dadurch, verpasst ihr nichts mehr, was ich euch ins Postfach schicke. Wie gesagt, alle zwei Wochen gibt es einen kleinen Reminder in euer Postfach, hey, der neue Sekundenstopp ist online, schaut doch mal vorbei. Ja, und dann seid ihr immer up to date, wenn ihr Bock habt, nichts mehr aus der Uhrenindustrie zu verpassen. Wir starten direkt ganz kurz, weil ich weiß, das ist ein bisschen ein kontroverses Thema und wir haben darüber ja auch schon relativ ausführlich geredet in den YouTube-Videos, aber ich will es trotzdem noch mal kurz anmerken, Benedikt und ich, wir hatten dank der lieben Hilfe vom Team von Garmin, an der Stelle nochmal viele Grüße an das Team, ja, wirklich total nette Kooperation. Wir hatten die Möglichkeit, im Dezember die neue Garmin Fenix 7 Kollektion sowie die Epix auf Herz und Nieren zu testen. Wir haben die Uhren Outdoor-Tests unterzogen, haben geguckt, was kann so eine Smartwatch und ist es so eine Smartwatch überhaupt wert. Wer da Interesse daran hat, das zu sehen, wie wir da verblieben sind, der findet hier, dort und hier, dort, zwei Videos, wo wir die Uhren ausführlich reviewed haben und sogar mit Action-Test. Ja? Das heißt, Benedikt und ich, wir haben die Uhren an unserem Handgelenk beim Sport angezogen. Und wer Lust hat zu sehen, wie Ben und ich auf ganzer Linie versagen beim Ausdauersport, der ist herzlich eingeladen, da mal vorbeizugucken. Aber weil wir eben so viel schon darüber geredet haben, möchte ich mich heute nicht allzu lange damit aufhalten. Und wir schauen einfach mal, was es sonst noch so in der Uhrenwelt gab. Und starten mit, erstes Overlay kommt rein, Tag Heuer. Tag Heuer habe ich mitgebracht, weil die ein paar Uhren direkt vorgestellt haben, die ich allesamt ziemlich interessant fand, ziemlich spannend. Und ich erzähle euch auch genau, warum. Das erste, womit ich gerne den Anfang machen möchte, sind drei Uhren. Das sind die, die ihr in der Mitte seht. Das sind die Uhren der Autavia-Kollektion. Ja, und warum ich das so cool fand, ist, die Autavia ist eine super alteingesessene und etablierte Linie innerhalb von Tag Heuer. Aber wie ich finde, geht die manchmal so ein klein bisschen neben den ganzen ikonischen Carreras und den ikonischen Tag Heuers im Sortiment von Tag Heuer unter. Oder im Katalog kriegen sie nicht die Aufmerksamkeit, die ich finde, die sie bekommen müssten. Und darum finde ich super, dass nach einer Menge Carreras, die wir jetzt gesehen haben, einer Menge Monacos, die wir gesehen haben, sich Tag Heuer jetzt anlässlich des 60. Geburtstags der Kollektion ein bisschen der Autavia widmet. Die beiden Autavia-Modelle auf der linken Seite sind Flyback-Chronographen. Ja, das heißt, ihr habt da einen Flyback-Mechanismus. Der Chronograph kann wieder gestartet werden, ohne quasi vorher gestoppt zu werden. Das heißt, ihr könnt verlustfreie Zeiten messen. Das ist eine richtig coole Funktion. Und vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass die Uhr angetrieben wird vom Kaliber Heuer 02. Das heißt, das Inhouse-Kaliber. Die Uhr rechts daneben, ja, das ist im Prinzip die Autavia GMT, die wird angetrieben
vom Tagheuer Kaliber 7. Das ist Selita-basiert und hat, wie ihr sehen könnt, eine GMT-Komplikation. Die Uhren haben ja ein bisschen was gemeinsam, ja, obgleich ihre unterschiedlichen Funktionen. Sie verfügen alle über Keramiklünetten, Saphirgläser, sind alle 42 mm im Durchmesser, 100 Meter wasserdicht und haben alle das neue Schnellwechselsystem im Band von Tagheuer, welches uns zuerst an der, und da schlagen wir den Bogen, Tagheuer Connected Smartwatch vorgestellt wurde. Einer der beiden Flyback-Chronographen, wie ihr unschwer erkennen könnt, verfügt über ein DLC-Coating. Ja, DLC steht für Diamond-like Carbon. Das ist im Prinzip so ein schwarzes Coating, was das darunterliegende Material, Edelstahl in dem Fall, noch härter macht und natürlich diese coole Optik gibt. Und ja, dieses Schwarz zieht sich eigentlich durch das gesamte Modell, wird nur durchbrochen durch dieses Giftgrün der Super Luminova, die ihr auf Zeigern und den arabischen Zahlen findet. Außerdem finden wir auf den Lünetten eine ja, klassische 60-Minuten-Skala, ne? Also keine Tachymeter-Skala wie ja, sonst bei Chronographen. Finde ich super. Sehen gut aus. Mir gefällt persönlich die Reverse Panda ein bisschen hübscher. Also die gefällt mir besser. Ja, das heißt, das silbrige Blatt mit den schwarzen Totalisatoren. Vor allen Dingen, weil nur die Totalisatoren für den Chronographen halt wirklich in schwarz gehalten sind. Und die kleine fortlaufende Sekunde auf 6 Uhr ist in einem ähnlichen silbrigen Weiß gehalten wie der Rest des Zifferblattes. Und dadurch kriegt diese Uhr eine richtig schöne Symmetrie, wie ich finde. Gefällt mir. Und ist von beiden Modellen auf jeden Fall auch mein Favorite. Ja. Noch kurz was zu den Uhren. Die beiden Chronographen, die sind 1,6 cm, also 16 mm hoch. Ja, also sind relativ hoch. Und haben dieses typische Autavia-Hornprofil. Wir haben keine Kronenschützer, keine Drückerschützer, ja, die sind alle ohne Schultern und sind im Pumpenstil sehr, sehr klassisch und finde ich, sind der Optik sehr zuträglich, sieht super aus. Die GMT-Uhr ist mit einem glänzenden Blatt, mit Sonnenschliff, super ablesbar, also ohne Frage, praktisches Datum auf 6 Uhr außerdem und eine schwarz-blaue Keramiklünette für die einfache Unterscheidung von Tag und Nacht. Mit einer entsprechenden 24-Stunden-Skalierung. Preislich liegen die Uhren bei 5.950 Euro für den Reverse Panda Chrono, 6.600 Euro für die DLC-beschichtete Variante und glatte 4.000 Euro für die GMT. Ja, genau, das haben wir im Prinzip zu den Modellen zu sagen. Und ich finde es, wie gesagt, super, dass Tagheuer sich mal gedacht hat, wir beleben mal die Autavia wieder. Natürlich, es gab einen Anlass, ne, bezüglich 60. Geburtstag und so weiter und so fort, aber ich muss sagen, ich war so ein klein bisschen gesättigt, was Carreras anbelangt, ich war so ein klein bisschen gesättigt, was Monacos anbelangt. Und jetzt zu sehen, dass die Tagheuer ein bisschen Liebe bekommt, finde ich super. Was haltet ihr davon? Schauen wir mal, was ihr zu sagen habt. Autavia ist eins der authentischsten Modelle, sagt der Hussi. Auch der Bernd findet die Autavia super. Der Peter sagt, die Autavia Vierzeiger in Blau ist geil. Ja, die GMT, die gefällt mir auch ziemlich gut. Der Volker ist da derselben Meinung und der Urbiker findet die in Schwarz sehr gut. Ja, mit dem DLC-Coating, da muss man drauf stehen. Aber ich denke, wer Bock auf sowas hat, der hat da echt eine coole Option. So. Der Jürgen sagt, die weiße Autavia ist sehr schön. Ja, mir gefällt sie auch. Das ist auch mein bevorzugtes Modell. Und, muss ich noch kurz dazwischen schieben, Ehre, wem Ehre gebührt. Jean-Luc, schön, dass du da bist. Er hat es geschafft. Er grüßt uns und mich, entschuldigt sich für die Verspätung und hat seine JLC Reverso Medium Dual Face Small Seconds am Arm mit dem neuen hellbraunen Straußenband. Ich habe es auf deinem Instagram-Kanal gesehen und du hast es schon dazu geschrieben, es ist ein wahres Strap-Monster. Die Uhr sieht an so vielen Armbändern geil aus. Super cool. Schön, dass du da bist, Jean-Luc. Der Ilja ist meiner Meinung, sagt, die Silberne findet er schick. Die Batman GMT findet er richtig cool und das sagt der Garrett. Ja, genau, Batman, ja, werden wahrscheinlich die meisten wissen, aber im Prinzip hat sich dank der Rolex GMT Master 2 mit der schwarz-blauen Lünette, hat sich so ein bisschen für Uhren mit schwarz-blauer Lünette der Begriff Batman eingebürgert und ich denke, ja, das kann man auch so hier stehen lassen, denn hier haben wir sie nochmal. Diese Uhren sehen wirklich schön aus. Ich lasse mich jetzt so ein bisschen hier im Halbscreen, ne, während wir nochmal über ja, die anderen Uhren reden. Auf die will ich kurz eingehen, denn das sind tatsächlich ziemliche Nischen-Releases. Und zwar haben wir oben rechts in der Ecke eine Tagheuer Aquaracer.
die in Kollaboration mit Naomi Osaka, der berühmten Tennisspielerin, entstanden ist. Die hat im Prinzip ihre Einflüsse da spielen lassen. Wir haben die klassische Aqua Racer halt in dem neuen Design vom letzten Jahr mit einem Kautschukband, einer ziemlich coolen Schließe mit einer Schnellverstellung, muss ich sagen. Und wir haben eine sehr, sehr interessante Riffelung auf dem Zifferblatt und Diamantenindizes. Ja, also wer es mag, das ist eine Uhr, die sich auf jeden Fall eher an die Damenwelt richtet. Und überrascht uns mit 36 mm Größe und limitiert auf 250 Stück. Und unten links finden wir eine Sonderedition der Tag Heuer Carrera zum Anlass des Jahr des Tigers, ja, im chinesischen, nennt sich das auch Sternzeichen? Ich weiß gar nicht genau. Sagt Bescheid, wenn ihr es besser wisst als ich. Auf jeden Fall ist dieses Jahr das Jahr des Tigers im chinesischen Kalender und dementsprechend wurde die Tag Heuer Carrera da so ein bisschen, sag ich mal, dschungelmäßig modifiziert. Wir haben hier diese, dieses relativ plaine Zifferblatt, ja, also da ist wirklich gar nicht viel los, damit das Tigermuster da besser zur Geltung kommt. Und ja, auf der Rückseite der Gehäuseboden ist geöffnet, das heißt, man kann das Werk sehen und da finden wir nochmal eine Tiger-Silhouette. Aber die Uhren, um die es gehen soll, hier primär sind die drei in der Mitte. Und ich habe jetzt persönlich die Uhr mit, also so die Uhr mit dem Tiger, die ist tatsächlich auch ausverkauft gewesen direkt. Also das war halt eine, die sich dann tatsächlich an den chinesischen Markt wahrscheinlich gerichtet hat, beziehungsweise Leute, die halt mit dem Jahr des Tigers ein bisschen mehr anfangen können, als ich das wahrscheinlich kann. Sehr gut. So, der Urbiker sagt, ich habe die grüne Aqua Racer, aber in schön. ja, Gurke kann man als Augenmaske zum Entspannen verwenden. Ja, ist eine teure Augenmaske, aber wir betreiben ja auch hier ein luxuriöses Hobby. Mal was anderes, ständig eine neue Moonwatch war langweilig irgendwann. Eine neue Moonwatch? Ja, also ich meine, neue Moonwatches kommen auch viele, aber jetzt hier bei Tag Heuer meinst du ja wahrscheinlich die Carrera. Aber ja, definitiv. Ich finde es halt super, dass die Autavia auch, wie gesagt, ein klein bisschen mehr Rampenlicht abbekommt. So, Carrera ist eine tolle Daily Watch und der Matthias grüßt uns und der Frank verbessert mich bzw. ergänzt mich und sagt, bei den Chinesen sind es Tierkreiszeichen. Alles klar, da bin ich wieder schlauer. Hervorragend. Ja, fand ich spannende Releases. Vor allen Dingen leitet das so ein bisschen ein. Ne? Tag Heuer direkt halt so viele Releases auf einmal, da merkt man schon, wo es hingeht. Ne? So langsam läuft die Uhrenindustrie sich warm. Die Releases werden geballert und geballert und jetzt ja, geht es gerade erst richtig los und kommt richtig ins Rollen. Aber ich freue mich schon auf alles, was da kommt. Machen wir doch direkt weiter, würde ich sagen. Und die nächste Uhr, die ich für euch dabei habe, ist eine Zenith, wie angekündigt. Und zwar eine, die sehr besonders ist, aber wie ich finde, richtig viel Spaß macht. Und zwar die Zenith DeFi Revival A3642, die Coffre-Fonds 1961 Reissue. Und ja, das Ding ist abgespaced. Es sieht ziemlich wild aus, aber ich finde es unfassbar cool, richtig authentisch und vor allen Dingen einen sehr schönen Schachzug einfach von Zenith, gerade diese Uhr wieder auszugraben. Ihr wisst ja alle, Zenith ist ja eigentlich dafür bekannt, innerhalb dieser Revival-Serie ja, alte Kollektionen wieder aufleben zu lassen und das Ding finde ich wirklich cool und ja, ich habe ja eben vorgelesen, diese Uhr, die nennt sich Coffre-Fonds, das ist französisch und heißt auf Deutsch so viel wie Safe oder Bankschließfach oder auch einfach nur Schließfach und ich glaube, wenn man sich diese Uhr anguckt, dann weiß man genau, warum das so ist. Wir haben Ecken, wir haben Kanten, wir haben Facetten, wir haben dieses brachiale Leiterarmband, diese Uhr ist wirklich einfach nur, ja, es ist ein richtiger, ist eine richtige Erscheinung, ja, robust, industriell. Ich finde, das sieht wirklich super aus und wird rein optisch, ja, ihrem tragenden Stilmittel, dem Coffre-Fonds, dem Safe, dem Bankschließfach auf jeden Fall gerecht. Wer sich da noch ein bisschen tiefer informieren möchte, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, guckt doch mal nach der alten Version von 1961, denn Zenith hat die originalen Konstruktionspläne dieser Uhr genommen und hat so ein identisches Abbild dieser Uhr geschaffen. Ja, die sieht wirklich haargenau so aus, wirklich haargenau, haben sie echt super hinbekommen. Wir haben diesen schönen kaffeebraunen Farbton im Zifferblatt mit Degradé,
hin zum Rande Richtung Sekundentrack. Wir haben den Paddelsekundenzeiger, wir haben diese geriffelten Indizes, einfach alles originalgetreu, wenig Text auf dem Zifferblatt, sieht echt toll aus. Und sie sind sogar so weit gegangen, wenn ihr genau hinguckt, das Datumsfenster zwischen den beiden Indizes ist so wahnsinnig asymmetrisch. Ja, ihr könnt da sehen, auf der, also oben drüber, quasi zwischen dem Datumsfenster und dem oberen Index, ist nur ein Sekundenstrich frei und unten drunter sind es halt drei. Das Ding ist absolut nicht in der Mitte. Und das hat mich am Anfang so ein klein bisschen getriggert. Aber als ich gesehen habe, dass es auf der allerersten Zenit auch so war, auf der ersten Coffre-Fort von 1961, dann dachte ich, hey, sogar das habt ihr euch nicht nehmen lassen, dieses asymmetrische Datumsfenster nachzubasteln. Richtig geil. Im Inneren schlägt das Zenit Elite 670, ist ein Manufakturkaliber mit 50 Stunden Gangreserve. Die Uhr ist 37 mm groß und wie ihr an dem Bild des Handmodels dort sehen könnt, finde ich, sitzt sie eigentlich ja schön, schön klassisch, aber auch tatsächlich wegen dieser Optik einfach ziemlich sportlich. Das gefällt mir eigentlich gut. Und die Uhr ist auf 250 Stück limitiert und ist eine Boutique Edition. Das heißt, ihr findet sie nur in Zenit Boutiquen. Aber ich dachte, ich bringe sie euch trotzdem mit, weil ich einfach finde, dass Zenit einen richtig tollen Job macht, was diese Revival-Serie anbelangt. Ich mache die Uhr nochmal auf. Und zwar in klein, sodass ihr mich auch noch sehen könnt. Und dann gucken wir mal, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Und check mal. Oh, 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 oh. Ja, schauen wir mal. Also, no way, gar nicht mein Fall. Das Datum passt überhaupt nicht. Wenn Revival, dann trumpft Zenit, aber diese ist schon sehr klein. Zenit ist sehr besonders. Zenit ist viel zu teuer. Mach weg das Ding, das geht ja gar nicht. Hey, wo sind die Liebhaber der klassischen Uhren hier, Leute? Da gefällt mir die neue Skyline viel besser. Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Nicht meins. Das Leiterband hat auch nicht jeder, das stimmt. Also da haben sie wirklich sehr gute Arbeit geleistet, das Ding zu replizieren. Der Volker sagt, das Blatt wirkt sehr unruhig und gewöhnungsbedürftig. Genau, ich finde, das liegt an den an diesen Indizes. Dadurch, dass die Riffelung haben und halt im Prinzip kreisförmig angeordnet sind, wirkt das Blatt halt sehr dynamisch, finde ich. Obwohl nicht viel drauf ist und das Ganze wird noch unterstrichen von diesem Degradé. Nicht ganz so meins, Geschmäcker sind verschieden, da bin ich raus. Jemand ist noch rauser. Und einen habe ich gefunden, der die Zenit super findet. Das ist okay. Der Peter hat einen guten Aspekt, bitte nicht in braun. Vielleicht kann man hoffen, denn damals 1961 gab es diese Zenit auch mit weiß-silbrigem Blatt. Vielleicht kriegen wir ja noch eine andere zu sehen. Und dann bin ich gespannt. Wie das bei euch ankommt. Der Jean-Luc sagt, coole Uhr, ist sicher nicht jedermanns Sache, aber etwas Besonderes. Das Datum zwischen 4 und 5 finde ich super und macht auch mehr Sinn als auf 3. Ist angenehmer zum Ablesen. Ja, ey, bei mir, Jean-Luc, rennst du da auf jeden Fall offene Türen ein. Denn, ich kann es euch nochmal in Erinnerung rufen, meine Sinn hat das Datum auch unten auf 3.30 Uhr, also ist auch ein asymmetrisches oder halt kein konventionell platziertes Datum und ich finde das auch ziemlich cool eigentlich. Ich mag sowas gerne und Geschmäcker sind verschieden und ich finde einfach Sinn macht da einen coolen Job. So. Ja, geil. Ich brauche die ganzen Kommentare, wenn ich die so sehe. Ihr seid keine Fans. Das ist okay. Die Uhr muss man ja auch nicht lieben. Ich würde sie mir auch nicht kaufen, aber ich finde es einfach besonders und ich finde es schön, dass Zenit da so in die Trickkiste greift und anhand der alten Konstruktionspläne diese Uhr nachgebaut hat. Aber das ist nicht die einzige Zenit, habe ich ja schon angesprochen, die ich heute für euch dabei habe. Und deswegen würde ich sagen, machen wir weiter. Und dann habe ich eine Uhr, die vielleicht etwas besser ankommt bei der großen Allgemeinheit. Und zwar die neue Zenit DeFi Skyline, die Ergänzung der Zenit DeFi Kollektion. Was hat Zenit da gemacht? Absolut cool, absolut überraschend, out of nowhere präsentieren sie uns jetzt eine Ergänzung der DeFi-Kollektion, die DeFi Skyline. Und die stellt im Prinzip eine individuelle Kollektion innerhalb der DeFi-Linie dar. Sehr industrielles Design auch. Und
ich glaube, eine eindeutige Designsprache, so ehrlich kann man sein. Es ist dieser integrierte Sportstar-Look der 70er Jahre, der auch von anderen Herstellern populär umgesetzt wurde, um das mal so zu formulieren. Wir haben drei verschiedene Zifferblatt-Variationen. Ich habe euch jetzt hier die blaue mitgebracht. Und die ganze Uhr, um kurz die Specs abzuhandeln, misst 41 mm, also sehr, sehr sportlich, aber doch auch prominent zu tragen. Die hat eine Zifferblatt-Gravur für den gewissen Hingucker-Effekt, wie ich finde. Und ja, hat trotz dessen, dass sie halt, sage ich mal, so gewohnt aussieht, ne? Man hat dieses Design halt schon mal irgendwie gesehen, man hat sich so, man kennt das, es ist jetzt nichts wahnsinnig Überraschendes optisch, aber Zenith hat auch hier nochmal ein klein bisschen in die Trickkiste gegriffen und hat ein quasi umstrukturiertes, umgebautes El Primero Kaliber verbaut. Das heißt, für alle die gesagt haben oder die sagen, für mich ist Zenith El Primero, die werden mit dieser Uhr glücklich, denn in dieser Uhr schlägt ein El Primero. Und zwar das El Primero Kaliber, was es hinbekommt, im Prinzip diese, die Zehntelsekunde darzustellen. Und deswegen ist auch die kleine Sekunde auf 9 Uhr ist keine kleine Sekunde, denn der, also keine konventionelle kleine Sekunde, denn der Zeiger umrundet das kleine Subzifferblatt einmal alle 10 Sekunden. Das heißt, wir haben denselben schön anzuschauenden Effekt, wie wenn man den Zehntel-Chronographen-Sekundenzeiger bei der Chronomaster Sport einmal laufen lässt. Eine Umdrehung in 10 Sekunden, das heißt, die Uhr ist sehr, sehr dynamisch. Ich kann euch da empfehlen, mal auf YouTube vorbeizuschauen. Die Kolleginnen und Kollegen von Monochrome haben die Uhr vorgestellt und dort findet man das sehr schön auch dargestellt. Echt spannend, also sieht toll aus und gibt dieser Uhr halt diesen absolut besonderen Touch, dieses Ding, was man also diesen, wow, typisch Zenith, einfach, ja, El Primero mal anders. Und das gefällt mir gut, das sieht super aus. Ist ein Highbeat-Kaliber, 36.000 Vibrations per Hour, ne? So wie man es kennt vom El Primero, 60 Stunden Gangreserve, was cool ist, 11 mm Bauhöhe, also super flach, 100 Meter wasserdicht für 8.400 Schweizer Franken und jede dieser Uhren kommt im Set mit einem ebenfalls neu entwickelten Kautschukband. Ihr seht auch hier am Arm, das finde ich cool, ne? Zenith gibt uns immer direkt den Einblick, wie sieht die Uhr am Arm aus, sie sitzt sportlich, aber gleichzeitig halt doch irgendwie elegant und ich habe sie hier in Blau mitgebracht, weil sie mir in Blau am besten gefällt und unter Uhrenenthusiastinnen und Enthusiasten ist natürlich Blau auch immer die populärste Farbe. Ich sehe schon hier oben 40 Notifications in der Chatbox, die Chatbox explodiert und ich gucke, was ihr zu sagen habt. Ich muss erstmal hier hochscrollen, damit ich mal finde, wo wir landen. Also, Kreuzritter sagt, die ist nicht schlecht. Der Andreas findet die schon besser. Der Peter sagt, die ist super, aber irgendwie zu sehr Royal Oak und auch zu teuer in meinen Augen. Ja, also ne, ich meine, ich habe ja auch gesagt, das Design ist natürlich bekannt, ne? Zumindest so die Design-Cues, so die Stilrichtung, wo es herkommt. Das finden wir natürlich in der Royal Oak, das finden wir in der Nautilus, das finden wir in der Laureato, das finden wir in der PRX, das finden wir an ganz vielen Ecken und ja, Seiten der Uhrenindustrie, wenn man so möchte. Ne? Und ja, klar, natürlich, man setzt da auf siegende Pferd. Ne? Da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sein und ja, darf da natürlich auch nicht erwarten, dass in Sachen integrierter Sportstahllook im industriellen 70er-Jahre-Design das Rad da völlig neu erfunden wird, glaube ich. Der Urbiker findet die wunderschön in allen Farbvarianten. Der Sebastian sagt, schaut aus wie eine AP, genau. Diese finde ich viel besser, aber dann in Schwarz. Nochmal Genta-Style. Ja, wie gesagt, ne, das ist halt auch die Sache, wo ich sehr gespannt bin, wie sich da die Diskussion entwickelt, als Zenith die Chronomaster Sport vorgestellt hat. Da hieß es, ja, die ist schon sehr, sehr nah an der Daytona. Jetzt die DeFi Skyline, die ist jetzt sehr, sehr nah an der Royal Oak für manche. Bin ich mal gespannt. Und ja, freue mich zu sehen, wie die Zenith da wegkommt. Die ist gefälliger, erinnert mich aber an die AP. Der Rainer findet sie cool. Nicht wirklich schön, aber mehr braune Zifferblätter. Das bezieht sich noch auf die Revival von vorhin. Der German Evergreen sagt, die ist mega. Dann sagt der Daniel, leider hat sie nie Fotos von allen Seiten. Ich würde gerne den Boden sehen. Ich auch. Ich habe auch kein Foto vom Boden gesehen. Stornoid sagt, sehe ich wie Peter. Will und kann ich Royal Oak, aber das Band ist echt schön. Cooles Teil. Noch einmal der Royal Oak Vergleich und
Der Jean-Luc sagt, die DeFi hingegen findet er langweilig. Ja? Also hier so ein bisschen quasi gegen den Strom der Jean-Luc und gegen der allgemeinen Auffassung. Aber ja, finde ich super. Und ich kann beiden Uhren auch was abgewinnen, absolut. Ich finde die Revival auch auf jeden Fall die interessantere Uhr. Und ja, ehrlicherweise, wenn ich jetzt mir eine Uhr, glaube ich, zulegen würde in dieser Art von industriellen 70er-Jahre-Sportstahldesign, weiß ich auch nicht, ob das jetzt die Zenit wäre, aber ich finde es halt schön, dass Zenit gewillt ist, die Kollektion zu erweitern. Denn wenn ihr euch erinnert, wir haben im letzten Livestream ja darüber gesprochen, was würde ich mir wünschen oder was erwarten wir uns von der Uhrenindustrie. Und wir waren uns eigentlich alle der Meinung, nicht mehr nur neue Varianten von bestehenden Kollektionen, sondern gerne auch mal Ergänzungen der Kollektionen mit vielleicht neuen Linien. Und das hat uns Zenit hier gegeben. Und dafür bin ich dankbar. Und das finde ich cool. Der Arno hat einen guten Punkt. Der Zehntelzeiger ist mir zu unruhig, aber schön anzusehen. Ja, da muss man sich natürlich drüber im Klaren sein. Da ist zwar ein El Primero-Werk drin, aber es ist halt kein Chrono. Das heißt, der macht nicht nur die Zehntelsekunde-Faxen auf Kommando, sondern der macht die Zehntelsekunde-Faxen die ganze Zeit. Und ihr könnt nichts tun. Und dadurch ist die Uhr natürlich sehr, sehr hektisch. Ja, und trotz des sonst ruhigen Zifferblattes ist da natürlich viel Action. Der Ilja sagt, die Skyline finde ich richtig gut. Tolles Zifferblatt und die schnelle Sekunde ist was Besonderes. Besonders trifft es auf jeden Fall, ja. Peter sagt 70er pur, aber da ist die PRX eher meine Liga. Genau, die habe ich ja vorhin auch angeführt. Die PRX ist da auch ein vergleichbares Modell. 8.300 Euro ist nicht gerade günstig, da hast du recht. Ja, man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, was sind die Preise, die Konkurrenz aufruft, was ist das, was Zenit im Prinzip dafür bietet. Ne? El Primero, Kaliber, modifiziert, Zehntelsekunde, ne? Innovation und so. 8.300 Euro ist natürlich ein Haufen Kohle. Und ja, ob der Preis da oder wie sich der Preis rechtfertigt, das liegt natürlich da im individuellen Auge des Betrachters. Kleine Sekunde auf 9 Uhr ist smart. Ja, alleine deswegen finde ich, ist die Uhr auf jeden Fall schon ein Hingucker. Der Steffen sagt, die Icon ist auch noch quasi im Prinzip vom ähnlichen Schlag, finde ich auch. Der Wolfgang schreibt, er hat sich gerade eine IWC Flieger gekauft. Herzlichen Glückwunsch, NWA New Watch Alert. Hier haben wir nochmal den Vergleich zur IWC Ingenieur, genau, die ist ja auch da aus der Liga. Und der Frank ist Fan und schreibt, die ist viel schöner als die erste Zenit. Sportlich und elegant in einem und 42 mm ist eher meins. Ich meine, sie war 41, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Und der Volker mit dem netten Hinweis, 53 Likes bei über 100 Zuschauern, da geht noch was. Ja, gerne liken, wenn ihr es feiert. Und ich habe natürlich für euch auch heute wieder als Besonderheit, bevor wir über die nächste Uhr sprechen, Community Wristshots dabei. Ja, ich habe gesagt, ich bringe die Wristshots jetzt immer hierhin mit, anstatt nur einen Wristshot im Sekundenstopp vorzustellen. Stelle ich ein paar mehr vor, und zwar genau hier in der Altherr-Sprechstunde. Und ich würde sagen, wir legen los. Hier unten habe ich euch nochmal im Prinzip angegeben, wie ihr auch teilnehmen könnt, falls ihr Lust habt, eure Uhren hier live in der Altherr-Sprechstunde zu sehen und sie mit aktuell 101 Zuschauer zu teilen. Wir starten mit der Rolex Datejust 16030 von Fabian mit einem sehr, sehr schön arrangierten Bild. Ja, sehr, sehr schön Tiefe, sieht echt klasse aus und die Uhr gefällt mir sehr gut. Die eben angesprochene Zenit Chronomaster Sport von Frank N., eine neuere Akquisition mit einer schönen Geschichte dahinter. Nochmal herzlichen Glückwunsch zur Uhr, Frank, und danke für die nette E-Mail. Normalerweise als Info vielleicht kurz, ich nehme die Uhren von Instagram unter dem Hashtag AltherrWeekendWristshot, könnt ihr sie taggen, falls ihr kein Instagram nutzen möchtet oder nutzt, könnt ihr an severin.gieswein@alter.de gerne eure Uhr schicken und dann nehme ich sie natürlich auch hier mit auf. So auch hat der Daniel das gemacht, Smo auch hier immer im Chat am Start mit der Omega Seamaster Diver 300 Meter mit einem sehr, sehr schönen Shot. Und da muss ich sogar kurz einmal das Banner unten wegnehmen, mit einem sehr, sehr schönen, mit einer Fotobomb von einem neongrünen Croc unten. Ja, hervorragend. Würde ich sagen, gehen wir weiter. Wir haben nämlich noch mehr Einsendungen bekommen. Und zwar, Wrist Game 8 überrascht uns mit einer Leuchtbombe, einer Panerai und ja, einem super schönen Dayloom-Shot, wie ich finde. Sieht wirklich klasse aus. Danke fürs Einsenden. Der Crown Screwer, ganz konventionell, mit einer G-Shock schickt er uns Sunday Vibes und ja, diese Uhr ist super, richtig klasse.
Weiter geht's mit einer Uhr, die ich richtig spannend finde, die Rolex Milgaus in Sea Blue vom Jan-Hermann Heinrich für den Blue Monday mit einem schönen Kugelschreiber von Montblanc auf blauem Hintergrund. Alles dabei, alles richtig gemacht. Und noch eine G-Shock vom Crown Screwer und ein super geiles Bild der Tudor Marine National, und zwar die Originale von damals vom Wine and Watches an einem richtig schicken NATO-Band mit einer astreinen Patina in der Leuchtmasse. Richtig geiles Ding. Danke fürs Mitmachen. Wollt ihr auch eure Uhren hier mit der Community teilen? Unten steht geschrieben, wie es funktioniert. Instagram mit dem Hashtag AlterWeekendWristShot oder an severin.giesmann@alter.de. Einfach das Bild schicken. Und ich nehme es hier auf. Und wir machen weiter. Die nächste Uhr, die ich für euch dabei habe, ist von einer meiner Favorite-Marken eigentlich. Und zwar geht es um die Oris Big Crown Pointer Date in Kollaboration mit Cervo Volante, einem Lederhersteller, der einen richtig coolen Job macht, diese Uhren mit nachhaltigem Leder Accessoires auszustatten, und zwar nicht nur Armbänder, sondern auch ein Reiseetui sowie ein Kartenhalter. Und das Besondere an Cervo Volante ist, es ist im Prinzip eine lokale Ledermanufaktur aus der Schweiz, die Häute von Wild einsammelt, welches im Rahmen von Bestandskontrolle und Forstwirtschaft halt gekeult wurde. Und normalerweise würde mit diesen Häuten nichts passieren, die würden verbrannt werden, und die Leute von Cervo Volante haben gesagt, sie nehmen die und machen daraus Accessoires für unsere Uhren. Also da nachhaltig gedacht. Und in Zukunft, das hat Oris schon gesagt, kommt mehr mit Cervo Volante. Ich finde, die Uhren sehen alle richtig super aus. Sie repräsentieren übrigens die Alpen in deren Farbfacetten, ja, vom Grau wie die steile Bergwand über glasklare Bergseen bis hin zu Wäldern, ist alles auf diesen Zifferblättern vertreten. Und ich finde die wirklich ziemlich schön. Die Uhren sind leider nicht mit dem Manufakturkaliber 400 oder in den Pointer-Date-Uhren ist es ja das 403, leider nicht damit ausgestattet, sondern mit dem klassischen Oris-Kaliber, was wir von davor kennen, auf Selita-Basis. 38 mm sind die Uhren groß und sehen in meinen Augen wirklich cool aus. Und die Pointer-Date-Komplikation von Oris finde ich eh ziemlich schön. Es gefällt mir, und wenn man halt im Prinzip diese nachhaltige Schiene fährt, das wisst ihr ja inzwischen, kann man bei mir auf jeden Fall immer punkten. So, mal gucken, was ihr zu den Uhren sagt. Schauen wir mal, ob er überhaupt was gesagt hat. Das wäre ja auch interessant. Ah ja, der Urbiker sagt, ihm gefällt der Bergsee. Schöne Farben bei Oris. Türkis ist cool, sehr seit Tiffany, genau, ja, da wird auf jeden Fall auch auf den Zug aufgesprungen, will ich nicht sagen, ja, sondern da trifft man bestimmt den Nerv der Zeit, so ist es vielleicht besser. Der Andreas sagt, Pointer Date ist eine tolle Uhr und hier in schönen Farben, das finde ich auch. Die Uhren sind zudem relativ erschwinglich, die kosten nämlich 1850 Schweizer Franken. Warum habe ich eigentlich immer Schweizer Franken? Ah, genau, wenn ich hier für den Sekundenstopp recherchiere, dann kriege ich die, kriege ich natürlich, weil ich hier nicht im Euro-Raum bin, kriege ich die Preise der Uhren nie in Euro angezeigt, sondern im originalen Schweizer Franken. So, die Farben sind top, die Farben sind toll, schöne Uhren, und da bin ich bei euch. Es sind wirklich schöne Uhren. Weiter geht's mit einem wirklichen Brecher. Ist jetzt nicht mehr so top aktuell, ja, ist gerade dann erschienen, als der letzte Sekundenstopp sein Fenster geschlossen hat quasi. Und die nächste Uhr, die ich da für euch dabei habe, ist die Grand Seiko SLGH oder SLGH 009, die White Birch 2, wie manche sie nennen. Ja, warum das nicht ganz akkurat ist, kommen wir gleich auch nochmal dazu. Aber es ist im Prinzip eine Ergänzung der Evolution 9-Linie von Grand Seiko, in der auch die White Birch zu finden ist. Und zwar diesmal mit einem Spring Drive-Kaliber. Ich glaube, zum Spring Drive muss man gar nicht so viel sagen. Inzwischen werden alle Leute Grand Seiko mit Spring Drive assoziieren. Es ist im Prinzip dieser hochinnovative Hybrid aus einem mechanischen Aufzug mit der Präzision einer Quarzuhr über eine Magnetbremse und ein Gleitrad erzielt der Sekundenzeiger dieses absolut ruckelfreie Gleiten.
hypnotisch fast schon beim Zusehen. Wirklich klasse. Und vorher war die originale White Birch, will ich sie mal nennen, die SLGH 005, war ausgestattet mit einem Highbeat-Automatikwerk. Und jetzt halt die SLGH 009 mit einem Spring-Drive-Werk. Sie sieht super aus, sie ist von den Abmaßen und der Optik natürlich sehr, sehr ähnlich, schrägstrich identisch wie die Variante mit dem Highbeat-Automatik, hat allerdings einen kleinen anderen Shade und ein bisschen eine andere Textur im Zifferblatt und das liegt daran, dass die Spring-Drive-Kaliber in einem anderen Atelier gefertigt werden als die Highbeat-Kaliber und dementsprechend ist natürlich der Blick aus dem Atelier, wo die Springdrive-Uhrwerke gefertigt werden, ein anderer und deswegen ist der Wald, der vor der Tür wächst, ein anderer und deswegen inspiriert sich das Zifferblatt dieser Uhr Grand Seiko-typisch am Blick aus den Fenstern des Ateliers, in welchem die Springdrive-Uhrwerke produziert werden. Die Uhr ist super sportlich, 40 mm im Durchmesser, 100 Meter Wasserdichtigkeit, 5 Tage Gangreserve, plus minus 0,5 Sekunden Gangabweichung pro Tag, ja, also hochpräzise, mit einem Preis von 9.500 Euro. Und jetzt bin ich super gespannt, was ihr von dieser Uhr haltet. Und ich rufe sie euch direkt nochmal auf. Lasst mich wissen, was ihr dazu denkt, ob sie euch gefällt. Ich persönlich finde sie cool mach vielleicht mal so ein bisschen den Anfang, indem ich es super finde, dass Grand Seiko weit denkt, ja, und sagt, die White Birch, das war ein absoluter, es ist ja eingeschlagen wie eine Bombe, das Modell, wahnsinnig viel Wind bekommen im letzten Jahr und das Ganze jetzt im Prinzip zu paaren, mit einer patentierten Technologie, dem Springdrive aus eigenem Hause, ist natürlich ein schlauer Zug. Hab allerdings auch schon die Kontraargumente gehört, dass manche Stimmen gesagt haben, die White Birch war Highbeat-Automatik und jetzt ist die White Birch auch noch im Springdrive erhältlich und als nächstes kommt vielleicht die White Birch dann in Quarz und dann ist die ganze White Birch-Kollektion verwässert und es gibt nicht mehr die Uhr, sondern so im Prinzip es gibt so drei verschiedene, dann vielleicht nebeneinander und so. Kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen, dass man das sagt. Den Standpunkt kann ich auch auf jeden Fall ein bisschen teilen. Aber in erster Linie finde ich die Uhr einfach nur megamäßig geil, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Dann gucken wir mal, was ihr dazu zu sagen habt. Der Daniel sagt, Birke geht, aber da hieß es doch, es sei eher Silber. Genau, also der Shade, der Farbton ist ein klein bisschen anders und das Pattern, also die Musterung, ist auch ein klein bisschen anders. Der Andreas findet sie genial. Grand Seiko ist absolut mega, sagt der zweite Andreas hier im Chat. Andreas, schön, dass du da bist. So ziemlich jede Uhr gefällt ihm. Grand Seiko ist einfach top, sagt der Jürgen, und da kann ich ihm beipflichten. Dann sagt der Fischi, sehr gut, dass die Ganganzeige nicht mehr vorne ist. Genau, das gilt vor allen Dingen für die Highbeat-Uhren, ne? Für die Highbeat-Kaliber, da war die Gangreserveanzeige ja immer vorne auf dem Zifferblatt. Das hat so ein bisschen für manche die Symmetrie gestört. Der Tobi sagt, er findet das Zifferblatt tatsächlich wesentlich schöner als das der White Birch. Und ich vertraue ihm, denn er ist auf jeden Fall, was Grand Seiko anbelangt, absolut am Zahn der Zeit und hat deutlich mehr Grand Seikos gehandelt, als ich das wahrscheinlich jemals tun werde. Und wenn der Tobi sagt, das Zifferblatt ist geiler, dann ist das Zifferblatt einfach geiler. Ja, es gefällt mir auch auf Anhieb super gut und in den Renderings, die ich gesehen habe, das ist ja immer so ein bisschen das Problem mit Grand Seiko, diese Studioaufnahmen von Uhren, die werden den Blättern einfach nicht so gerecht. Aber selbst in denen finde ich das Zifferblatt auch schöner. Bernd ist unserer Meinung und sagt, Grand Seiko findet er immer besser. Der Andreas sagt, die King Seiko kommt wohl auch im Februar. Ist das korrekt? Das ist korrekt, genau. Also das ist auch das, was ich gelesen habe. Grand Seiko ist ja schon ikonisch. Ja, da geht es langsam los. Ne? Langsam beginnen diese Uhren auch ikonischer zu bekommen. Der Frank sagt, es ist ein tolles Zifferblatt. Der Urbiker sagt, Grand Seiko macht einen tollen Job. Genau, auch hier nochmal die Gangreserveanzeige hinten. White Birch 2 ist eine tolle Uhr. Das Gehäuse ist Stahl und nicht Titan. Genau, das stimmt, das Gehäuse ist Stahl. Einfach eine feine, schöne Uhr, ein geiles Teil. Wenn Grand Seiko White Birch, dann lieber Highbeat. Und das ist ein Punkt, den ich auch, den ich auch teilen kann. Der, den ich nachvollziehen kann. Steffen sagt, die Preise sind schon heftig bei Grand Seiko. Ich meine, die Preise sind natürlich heftig. 9.500 Euro ist natürlich ein Riesenbatzen Geld.
Aber auch da muss man halt überlegen, wofür, also ne, es sind natürlich Luxusuhren und Grand Seiko ist ein absolut vertikal integrierter Hersteller, die machen alles selber, jeder, sogar die Quarzkristalle werden selber gezüchtet, das ist alles handmade, die komplette Politur ist handgemacht, Sarazu-Politur, die Schleifmeister brauchen 3 Jahre, um angelernt zu werden, wie man die Sarazu-Politur vernünftig macht und selbst dann ist es halt Handarbeit, die Zifferblätter sind von Hand gemacht und das Springdrive-Kaliber hat Jahrzehnte in der Entwicklung gedauert, bevor es dann Anfang der 2000er dann im Prinzip so weit war, dass es in den ersten Grand Seiko-Uhren auf den Markt gebracht wurde. Also das ist einfach auch eine Menge, was da drin steckt. Natürlich, klar, das sind knapp 10.000 Euro, aber wenn ich mir überlege, wofür halt sonst in der Uhrenindustrie 10.000 Euro aufgerufen werden, würde ich sagen, wenn nicht für so eine Uhr, wahrscheinlich wofür dann? Aber nochmal, 10.000 Euro, Megastange Geld, viel mehr, als ich wahrscheinlich jemals für eine Uhr würde ausgeben können. Sind wir uns, glaube ich, sowieso alle einig. So, was ist eigentlich wertvoller, Springdrive oder Highbeat? Wertvoller für einen Uhrenenthusiasten oder wertvoller vom Preis her? Ich glaube, das muss man ganz individuell für sich entscheiden. So, der Urologe, schöner Name. Super Uhren, Grand Seiko müsste ihren Namen und ihr Logo ändern. Die Marketingnähe zu Seiko oder Super schadet leider dem Vertrieb. Ja, auch da kann ich nachvollziehen, was du meinst. Viele Leute, die halt Grand Seiko lesen, lesen halt Seiko und nicht Grand. Ne? Das ist ja, das ist tatsächlich ein, ich würde es nicht Problem nennen, aber es ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch schon häufiger gehört habe. Aber auf der anderen Seite, was heißt, es schadet dem Vertrieb? Die Uhren gehen weg. Grand Seiko hat einen wahnsinnigen Hype in unserer kleinen Uhrennische. Natürlich der 0815 Luxusuhren Proll in Innenstädten wird Grand Seiko nicht als solche identifizieren können. Der kennt nur dieselben 3 Marken, ja, sind wir ehrlich. Aber Grand Seiko ist eine Uhr für Connoisseure in meinen Augen, für echte Fans, für Leute, die tatsächlich viel Ahnung haben auch von Uhren und auch bereits in Outside the Box zu denken. Und ja, alle anderen, die sehen wahrscheinlich Seiko und Japan und sagen dann halt so, ja, ist wahrscheinlich nichts. Aber da sind wir natürlich alle glücklicherweise in besserem Wissen. Und ja, ich freue mich eigentlich über jeden Release von Grand Seiko. Sie releasen viel, aber sie machen vieles gut, vieles richtig. Und ich bin ein großer Fan und freue mich, dass die Uhren tatsächlich nur in unserer kleinen Nische so populär sind. So. Ja. Wenn man eine Datejust hat, braucht man keine Grand Seiko, leider derselbe Style. Ja, eine Uhr aus Stahl mit einem Datum, ne? Da gibt es ja eine Menge. Quarzticker. Kontrovers. Jean-Luc sagt, ich finde das Pricing von Grand Seiko völlig in Ordnung. Finish ist allerhöchste Liga, da können viele Luxusbrands einpacken und genauso sehe ich das auch. So, auch der Jürgen stimmt dazu und sagt, die Politur ist erstklassig. Ja, schön. Leute, super Uhr. Also mir gefällt es echt gut. Und ich muss an der Stelle auch nochmal Danke sagen. 112 Leute hier im Chat, wirklich Wahnsinn. Wie immer, wir reden über einen Mittwochabend um 20.15 Uhr. Eigentlich Primetime. Es laufen schöne Dinge im Fernsehen. Und trotzdem, wir verbringen die Zeit hier gemeinsam, haben eine gute Zeit miteinander und tauschen uns aus über das schönste Hobby der Welt. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Schön an ja, danke schön, so wollte ich sagen, an jeden, der hier dabei ist. Und ich würde sagen, bevor wir gleich hier in die, ja, in den wohlverdienten Feierabend starten, lasst mich euch noch sagen, ich habe jetzt einige Uhren nicht vorgestellt, die doch noch im Sekundenstopp waren. Wir haben nämlich da auch noch eine Rubrik kürzer gesagt, ja, wo ich quasi Uhren ganz, ganz kurz im Porträt vorstelle, wenn ihr da Interesse habt. Es sind nämlich unter anderem noch Neuvorstellungen reingekommen von Tissot, nochmal Seiko, das reguläre Seiko, Frédéric Constant sowie Ressens. Die kann ich euch unbedingt ans Herz legen. Schaut in den Sekundenstopp, alter.de, in die Rubrik Magazin, in die Rubrik Sekundenstopp, neueste Ausgabe anklicken. Gerne der Community beitreten. Auch nicht vergessen, die Facebook-Community von Alter, die existiert auch. Da sind nur Uhren-Nerds und Nerdinnen und wir quatschen über Uhren den ganzen Tag, teilen tolle Bilder. Wenn ihr also Bock habt, dann
ja, seid da gerne eingeladen, fühlt euch eingeladen. Und wir starten in die zweite und letzte Runde der Community Wrist Shots. Wir haben noch mehr Einsendungen von euch bekommen oder ich habe noch mehr Einsendungen von euch bekommen und die will ich natürlich hier würdigen und wir starten die zweite Runde mit dem Watch Tommy, ein treuer Zuschauer und jemand, mit dem ich mich total gerne austausche auf Instagram. Der hat nicht nur übertrieben viel Ahnung von Uhren, sondern er hat auch einen echt erlesenen Uhrengeschmack. Hier mit seiner Nomos Club Campus in Future Orange. Eine wirklich hübsche Uhr, die mir sehr gut gefällt. Danke, dass du den eingeschickt hast, beziehungsweise mit dem Hashtag markiert hast. Super cool. Dann hat der Jean-Luc es geschafft. Und da ist er, wie angekündigt, der neue Straußenleder-Strap für seinen Reverso. Und das Ding sieht einfach nur Hammer aus. Ja, klasse Uhr, gefällt mir und absolut ikonisch. Weiter geht's mit Hirschstraps, die uns ein Modell ihrer Osiris-Armbänder an eine Zettina gehauen haben und absolut schick aussehen, ja, auch ganz, ganz konventionell mit dem leichten Ärmel-Overlap über dem Zifferblatt. Sieht toll aus, gefällt mir sehr gut. Danke fürs Einsenden und den Abschluss macht Luna the Bulldog mit einer richtig coolen Citizen am rechten Arm getragen. Ja, wenn man so will, mit Kermit-Optik. Grüne Lunette, schwarzes Blatt. Ja, eine coole Uhr, Citizen, Einsteigeruhren auch vom japanischen Markt. Aber hier, wie gesagt, ich sage es immer wieder und ich sage es immer wieder gerne, wir sind hier eine super diverse Community. Wir haben von bis alles dabei und das finde ich klasse. Und so macht es immer am allermeisten Spaß, wenn wir über viele verschiedene Uhren hier quatschen können aus allen möglichen Preisklassen. Ich möchte auch nochmal unbedingt meinen großen Respekt aussprechen für euch. Und zwar ist mir echt aufgefallen, ich bin ja in vielen Uhren-Communities auch unterwegs, in vielen Gruppen, in vielen Foren. Und die Leute sind zum Teil so toxisch untereinander. Ich finde es richtig cool, dass hier wirklich bei uns jeder dabei sein kann. Jeder kann seine Meinung sagen, ohne angefeindet zu werden. Es wird diskutiert, so soll es ja auch sein, aber es wird faktisch diskutiert. Es wird respektvoll miteinander diskutiert und behaltet euch das unbedingt bei, denn dafür lebt unsere Community. Ganz am Anfang, als wir gestartet haben, vor anderthalb Jahren, wurde ja irgendwie der Hashtag Good Vibes hier etabliert. Und ja, Good Vibes ist es auch hier bei uns und Good Vibes war es auch wieder heute. Und ich sage danke an jeden, an jede, die heute dabei war. Und es war total viel, ja, es war mir wie immer eine Freude, mit euch zu quatschen. Mega viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch jetzt einen ganz tollen restlichen Mittwochabend. Ich habe hier eine Stunde Zeitverschiebung, bei mir ist es schon 9:15 Uhr. Morgen früh ist Uni, das heißt, gleich geht's mal ins Bett. Ich muss morgen früh ins Krankenhaus, da kann ich auch nicht aussehen wie eine Leiche. Und ansonsten, schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Alterssprechstunde in genau 2 Wochen. Heute in 2 Wochen. Save the date. Und ja, bleibt alle gesund. Genießt das anstehende Wochenende. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Quatscht gerne noch ein bisschen weiter im Chat, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns. Ich wünsche euch wie immer nur das Beste. Leute, euer Selrin. Macht's gut und ciao.